Jetzt gibt es ja das dritte Corona-Paket. Welche Personen bzw. Branchen werden da jetzt besonders gefördert? Ja, wir haben sehr unmittelbar nach der Bekanntwerdung des Coronavirus ja am 27. Jänner einen medizinischen Krisenstab eingerichtet, auch um laufend von Expertinnen und Experten beraten zu werden. Und wir haben gesehen, dass es sehr starke Auswirkungen gibt auf den Wirtschaftsstandort, aber auch auf den Arbeitsmarkt. Und wir haben mit den ersten zwei Corona-Paketen versucht, vor allem sehr unmittelbar, sehr unbürokratisch, schnell zu helfen. Und jetzt mit dem dritten Corona-Paket haben wir den Ehrgeiz, dass wir Branchen unterstützen, die besonders unter Druck gekommen sind. Das ist die Hotellerie in Wien, das ist die Gastronomie, insbesondere auch die Nachtgastronomie. Und dass wir vor allem die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt begleiten. Dort ganz besonders bei zwei Zielgruppen, das sind die jungen Menschen, das sind jene, die eine Lehrstelle suchen. Das sind aber auch jene, die 50 und älter sind und gerade jetzt am Arbeitsmarkt stark unter Druck kommen. Und ich denke, dass wir mit den Instrumenten, die wir jetzt gewählt haben in diesem dritten Corona-Paket, sehr zielgruppen- und branchenorientiert helfen können und sehr schnell das notwendige Geld in die Betriebe bringen und damit auch Arbeitsplätze sichern können. Generell jetzt sind die meisten Infektionen in Wien bzw. die aktiv Infizierten. Wie wird es da jetzt weitergehen von den Maßnahmen her? Beziehungsweise es könnte auch sein, dass die Corona-Ampel vielleicht sogar auf Orange schaltet. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich denke, die Ampelfarbe wird sich für Wien nicht ändern, aber trotzdem nehme ich die Situation sehr ernst. Wir haben zwar auf der einen Seite den Vorteil, dass die Zahlen der Infizierten, die in Spitälern sind, besonders jene, die auf Intensivstationen sind, sehr stabil sind. Trotzdem ist die Zahl der Infizierten sehr ernst zu nehmen und ich werde deshalb auch vorschlagen, dass man auf Bundesebene verschärfte Maßnahmen umsetzt und dass wir vor allem auch im eigenen Wirkungsbereich in der Stadt Wien Schritte setzen, um die Steigerung der infizierten Zahlen hintanzuhalten. Jetzt ist natürlich auch, die Schule hat jetzt wieder begonnen, die einzelnen Klassen wurden jetzt auch schon heimgeschickt in Wien. Kann man sich vorstellen, dass es wieder einen Lockdown geben wird, wie wir es schon im Frühjahr gehabt haben, oder wird man von dem gar nicht mehr ausgehen, also dass man das gar nicht mehr zulässt, dass es so einen Lockdown auch gibt? Ja, es ist alles dran zu setzen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das hätte ganz gravierende, schlimme und furchtbare Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Und von daher versuchen wir gerade auch im Betrieb der Schulen und auch der Kindergärten darauf zu achten, dass wir sehr schnell positiv getestete Kinder und Jugendliche begleiten, betreuen, auch das unmittelbare Umfeld, dass es aber zu keinen sehr vorschnellen Schließungen von Kindergärten und Schulen kommt, weil wir sehen, dass das ganz starke sozialpsychologische Auswirkungen für die Kinder hat, aber auch starke Auswirkungen auf die Eltern, die ja sehr oft auch berufstätig sind und auch ihrer Arbeit nachgehen wollen und müssen. Also von daher werden wir sehr punktgenau arbeiten. Aus diesem Grund heraus hat die Bildungsdirektion auch eine Hotline eingerichtet, um insbesondere auch die Schulleiterinnen und Schulleiter zu informieren, zu begleiten. Und wir haben auch einen Krisenstab in der Bildungsdirektion eingerichtet, die im Kontakt sind mit dem medizinischen Krisenstab der Stadt Wien, um speziell für den pädagogischen Bereich immer schrittweise Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um eine weitere Infizierung hintanzuhalten.